Was geht ab, YouTube? Mein Name ist Jakob Ampuya und heute möchte ich gerne das Thema ansprechen, wie du dein Masculine Frame entwickeln kannst. Deswegen würde ich mal sagen, fang direkt mit dem Video an. Der beste Weg, dein Masculine Frame zu entwickeln, ist, indem du dich mehr mit maskulinen Männern umgibst. Dein Vater, dein Onkel, deine älteren Brüder, deine älteren Cousins. In diesem Circle wirst du am besten dein Masculine Frame entwickeln können, wenn du in einem ganz anderen Umfeld bist. Mit den Menschen, die du dich umgibst, deren Energie wirst du auch annehmen, vor allem wenn du unter Männern bist, wirst du deren Testosteron wahrnehmen und genau das möchte auch dein männlicher Körper und dein maskuliner Männer sein, deren Testosteron sehr hoch ist, denn da wird sich deine maskuline Energie entwickeln können und somit wirst du dir deinen maskulinen Frame in bester Weise aneignen können, denn wir alle wissen, wie es ist, wenn du unter maskuline Männern bist, dein Vater, dein Onkel, dass deren Aura einfach ganz anders ist, ja. Du weißt, wenn du bei denen bist, so viel Joke machen ist halt nicht wirklich, ja. Du bist da, du zeigst Respekt. Und deswegen ist er eher so mehr diese beernste Energie einfach wahrzunehmen, so eine respektvolle Energie. Deswegen der beste Weg, dein Masculine Frame zu entwickeln ist, indem du halt mit diesen Männern umgibst. Heutzutage ist es ja leider so, dass viele Männer da draußen nur mit ihrer Mutter zu Hause aufgewachsen sind, ohne einen Vater zu Hause zu haben. Ich hatte teilweise meinen Vater immer noch dabei, wenn er nicht arbeiten musste, ja, weil er überwiegend außerhalb Deutschland gewesen ist. Ich bin zu Hause eher überwiegend mit meiner Mutter, meiner zwei älteren Schwester und meinem kleinen Bruder groß geworden. Und wie wir alle wissen, sind Frauen sehr, sehr emotionale Wesen, was in deren Natur liegt. Und Frauen dürfen das natürlich auch. Ja. Sie dürfen sich emotional verhalten. Und du als Mann darfst dich emotional handeln. Denn wenn du emotional handelst, wirst du viele Sachen bereuen im Nachhinein. Hier im Beispiel als kleiner Junge habe ich mich sehr viel von meinen Emotionen lenken lassen. Ja, vor allem von meiner Wut. Ja, ich war sehr, sehr aggressiver Junge. Du konntest mich einfach triggern. In der Schule, in der Grundschule habe ich eher meine Mitschüler geschlagen. Bin auch mehrmals von der Schule rausgeflogen. In der anderen Schule habe ich auch immer Stress gemacht, weiter Stress gemacht. Außerhalb Schule hat sich auch nichts geändert, immer Stress mit anderen Jungs gehabt, ja, mit der Polizei Stress gehabt. Ich stand auch vor Gericht, wegen schwerer Körperverletzung etc. All diese Sachen kamen zustande, weil ich mich von meiner Wut, meine Emotionen lenken gelassen habe, statt in meinem Masculine Frame zu bleiben. Und das Ding ist einfach, wenn du nicht in deinem Masculine Frame bist, sondern dich von deinen Emotionen lenken lässt, wirst du im Nachhinein viele Sachen nachher bereuen. Deswegen ist es auch umso mehr wichtig, dass du dich mit mehr maskulinen Männern umgibst, denn die meisten maskulinen Männer sind einfach in ihrem Frame. Sie werden eher nachdenken, dass sie nochmal einen Schritt zurück machen und alles nochmal analysieren, bevor sie reagieren. Du kannst einfach nicht auf Ansporn reagieren, weil deine Emotionen es zulassen. Du musst deine Emotionen wahrnehmen, denk darüber nach, in welcher Situation bist du gerade, wie kann das jetzt weitergehen, etc., etc., positiv, negativ. Und dann kannst du erst entscheiden. Aber wenn du sofort getriggert bist und sofort handelst und dich von deinen Emotionen lenken lässt, wirst du das im Nachhinein bereuen. Der andere Weg ist, deine Masculine Frame zu entwickeln, ist, indem du ein Ritual machst. Du solltest bedenken, dass es bei den Jungs ein bisschen anders ist als bei Frauen, bei den Mädchen. Ein Mädchen wird automatisch zu einer Frau. Du wirst nicht einfach zu einem bestimmten Alter von einem Jungen zu einem Mann. Du kannst 20, 30 sein, aber du kannst auch ein Mindset, nehmen wir an, du bist 30, aber du kannst immer noch ein Mindset von einem 20-Jährigen haben. Ja, denn bei einem Mann kommt es darauf an, wie sein Mindset ist. Ja, abundant Mindset. Hier, wir gehen mal zurück in die Geschichte. Wir geben mal hier einen kleinen Respekt an unsere Vorfahren, an unsere Ancestors. Damals war es halt so gewesen, in meiner Kultur, dass wenn du 14 gewesen bist, du sofort von zu Hause weggenommen bist, von deiner Mutter weggenommen bist, tief in den Wald gebracht worden bist mit anderen Jungs in dein Alter und musst halt gegen Leoparden kämpfen. Wer überlebt hat, hat überlebt. Somit hast du halt diesen Test bestanden, dass du zu einem Jungen, zu einem Mann geworden bist. Denn damals ging es halt ums Überleben. Und früher war es halt so, wie gesagt, die Männer haben Rituale gemacht, damit du von einem Jungen zu einem Mann wirst, damit du selber sagen kannst, hey, ich bin jetzt ein Mann, ich bin bereit, ins Leben zu gehen und Verantwortung über mein eigenes Leben zu nehmen. Und dafür musst du halt Rituale machen. Ein anderes Beispiel ist, du musst deine Hand nehmen und in ein Loch stecken, vor allem mit Ameisen, die dich halt gebissen haben. Und du musst halt diesen Schmerz für eine Minute lang durchmachen. Und das, durch diesen Schmerz sollst du lernen, dass das Leben nicht nur aus Spaß ist, sondern es gibt ernstzunehmende Phasen im Leben, ja, wo du halt arbeiten musst, wo es viele Rückschläge geben wird, wo du viel am Boden sein wirst, etc., etc., damit du einfach lernst, das Leben ist kein Joke, das Leben ist ernst zu nehmen. Ja, dadurch, dass du ein Ritual auch gemacht hast, bist du zu einem Jungen, zu einem Mann geworden. Mein Ritual ist es zum Beispiel gewesen, dass ich mit 15 von zu Hause ausziehen musste. Ja, ich bin eines Tages nach Hause gekommen und mein Vater meinte so einfach zu mir straight up, yo, hör mal zu, du musst hier ausziehen. Ja, du musst nach Bremerhaven, in einem Basketballinternat damals,
wo ich halt mit anderen Jungs gewesen bin und noch ältere Jungs und mit einem Coach, der sozusagen die Vaterrolle hatte für uns damals. Auf jeden Fall muss ich halt, das war zusammen mein Ritual gewesen, denn da ging es halt darum, dass ich halt zu einem Jungen, zu einem Mann werde, einfach weil ich mich jetzt um mich selber kümmern musste. Ich musste anfangen, mein Essen selber zu machen, ich musste anfangen, meine Wohnung selber zu machen, Geschirr, all diese Sachen, ja. Natürlich hatte ich auch ein bisschen Hilfe gehabt, aber im Endeffekt geht es darum, dass du hier bist für 3 Jahre zum Mann, also zu einem Jungen, zu einem Mann zu werden. Deswegen ist es wichtig, meiner Meinung nach, dass du ein Ritual machen musst, wo du selber sagst, hey, ich habe dieses Ritual gemacht, das hat mich jetzt zu einem Mann gemacht. Und wie du sehen kannst, sind die Rituale so, dass du nicht in deine Komfortzone bist, ja, sondern deinen Komfort verlassen musst und sozusagen eine Herausforderung für dich geben musst. Ja, du als Junge, du als Mann musst herausgefordert werden, damit du natürlich auch weiter wächst und natürlich auch noch stärker wirst. Ja? Hard times create strong men. Eine andere Art und Weise, wie du ein masculine Frame entwickeln kannst, ist zum Beispiel, indem du eine Freundin jetzt hast, mittlerweile hast oder geheiratet hast etc. und du jetzt anfängst, deine ganzen Sachen, deine ganzen Pflichten nicht mehr nachzugehen, weil du dich eher auf deine Frau konzentrierst. Aber du solltest überlegen, da ist es wichtig, deinen masculine Frame zu halten. Da wird es natürlich auch sozusagen eine Herausforderung, ob du weiter in deinem Business arbeitest oder weiter in den Gym gehst und dann in deiner Physik arbeitest etc. Ja? Nur weil du jetzt eine Freundin hast, kannst du jetzt nicht aufhören, an dich selber zu arbeiten und deinen ganzen Fokus auf sie zu legen. Du musst immer noch dein Leben in erster Stelle haben, ja? Denn eines Tages darum, dass du Ergebnisse auf den Tisch bringst, ja? Du dich nicht von deinem masculine Frame abbringst. Eine Frau wird dich testen, sie wird es auch unbewusst machen, einfach zu gucken, ob du in deinem Frame bleibst, ja, und nicht in deinen Emotionen bist, ob sie dir weiterhin vertrauen kann. Sie hat niemand anderen zu vertrauen, sie verlässt sich auf dich. Da ist es wichtig, dass du weiter an deinen Zielen arbeitest, zweimal so viel an deiner Physik arbeitest. Während du an deiner Physik arbeitest, sogar arbeitest du in deinem masculine Frame, denn du setzt deinen Körper unter Schmerzen, unter hohem Druck und du gehst noch weiter und weiter, hebst noch mehr Gewichte, machst unterschiedliche Übungen, die noch schwerer sind. Ja, all diese Sachen werden auch dein masculine Frame weiterentwickeln, weil du einfach deinen Körper unter Schmerzen setzt. Da ist es halt sehr, sehr wichtig, vor allem wenn du eine Freundin hast, eine Frau hast, dass du nicht deine wichtigen Sachen vergisst, dass du nicht deinen Purpose vergisst, deine Mission, sondern gerade erst recht mehr daran arbeitest. Und dadurch wirst du auch deinen masculine Frame natürlich weiterentwickeln können. Damit du genau verstehst, was ich mit masculine Frame nochmal meine, ein kleines Beispiel, ja, ein bisschen groß, aber can happen. Ein Beispiel ist, stell dir vor, deine Wohnung ist im Brand, deine Frau, deine Freundin fängt an emotional zu reagieren, fängt an zu schreien und das wäre natürlich sehr, sehr komisch, wenn du genau dasselbe machst, ja. Es wäre natürlich auch komisch, wenn du auch als Mann anfängst zu schreien etc. In dem Moment musst du in deinem masculine Frame bleiben und Coolness bewahren, ja, auch wenn es gerade sich so einfach anhört. Ich kann mir vorstellen, dass es in dem Moment nicht so einfach sein wird. Aber deine Aufgabe als Mann ist es, in dem Moment in deinem Frame zu bleiben, Coolness zu bewahren und deine Frau, ja, aus der Situation rauszuholen, wenn du schon Kinder in dem Moment hast, auch deine Kinder da rauszuholen. Denn da ist es wichtig, dass du in deinem masculine Frame bleibst und deine Coolness bewahrst, dass du auch deine Familie sozusagen retten kannst. Und natürlich ist es auch in einer Beziehung sehr, sehr wichtig, deinen masculine Frame zu bewahren, denn dadurch hältst du die Polarität zwischen deiner Frau und dir selbst und die Sexualität, ja, die Interesse steigt trotzdem immer weiter an, denn du bist in deinem masculine Frame und sie wird in ihrem femininen Frame bleiben. Wenn du anfängst, aus deinem masculine Frame wegzugehen, wird sie die maskuline Rolle übernehmen, was sie eigentlich gar nicht will, weshalb sie dann anfängt, mehr in ihren Emotionen zu sein und du denkst, du musst jetzt irgendwie das und das machen, damit sie glücklich ist und sie will es dir nicht sagen, aber dabei möchte sie einfach nur, dass du dich weiter um die Sachen kümmerst, die du gemacht hast, als du dich kennengelernt hast, die Sachen, die dich interessant gemacht hast, wie zum Beispiel dein Purpose, wie zum Beispiel du hast an deinem Körper weitergearbeitet, ja, an deiner Physik, all diese Sachen, die dich attraktiv gemacht haben, all diese Sachen musst du weiter beibehalten, denn dann nur das ist, wenn du in deinem masculine Frame bleibst und sie bleibt in ihrem femininen Frame und somit hast du die Polarität am Laufen und somit bleibt auch die Anziehung stark. Ja, ganz einfach, ja, so einfach ist es. Deswegen, lass mal ein Video zu, wie du deinen masculine Frame entwickeln kannst. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann like das Video, teile das Video, kommentiere das Video. Und vergiss mich nicht auf Instagram zu folgen. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. It's time to level up.